mit allen Wassern gewaschen und mit allen Tricks im Gepäck sind wir wieder zurück bei F-Zero. Willkommen. Und jetzt geht's in die Königsklasse. Nicht wahr? Ich nehme mal die Karre jetzt hier. Wild Goose. Die Wildgans. Wird schon passen. So. Also, King League, das meinte ich mit Königsklasse. Aber ich bleib bei Beginner. Und dann gucken wir mal, was da... Aha, Mute City 3 gibt's auch noch. Was da so für Kurse kommen. Und go. Boah, sind die alle schnell. Ich habe meiner Meinung nach einen guten Start hingelegt. Uff. Das wird irgendwann problematisch, wenn man dann zumindest noch Dritter werden muss. Ah. Das kann happig werden jetzt hier. Bin ein bisschen vom Gas gegangen, mehr aber auch nicht. Boah, 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 boah. Und sie kleben mir am Arsch. Oh Gott, was? Scheiße, was ist hier los? Das schaffe ich doch niemals. Oh. Wow. Und dann noch über dieses olle Zeug hier rüber. So, ich erinnere mich daran, dass ich... Oh, und Energie habe ich auch schon nicht schlecht verloren. Ich erinnere mich daran, dass ich mich in die Kurven legen muss. Ah, Eier hier nicht rum. Naja, man kriegt sie doch schon immer wieder, aber... Oh, oh, shit. Oh. Ah, ah, sag mal. Da eiert der wieder rum hier. Ah, okay. Die aus der Vorrunde sind weg. Das ist ja sehr günstig. Da kann nicht so viel passieren. Oh, der hat mich von hinten angebumst. Danke, sage ich mal. Ah. Ich würde sagen, der Kurs ist der gleiche geblieben. Im Wesentlichen. Aber wie man nicht Energie verliert hier, ne? Huiuiui. Kann es auch nicht ganz auffüllen. Also ich bin jetzt mit Speed über die Power-Strecke, über die Power-Aufladestrecke. Das war natürlich nicht optimal. Boah. Hier könnte man eigentlich auch seinen Speed aufbewahren. Das mache ich mal beim nächsten Mal so. Ah, scheiße. Nein, 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 nein. Ah, ah, ah. Sehr ungünstig, sehr ungünstig. Okay, aber das schaffe ich, das schaffe ich. Und jetzt pass auf, hier in eine Kurve legen. Oh. So, jetzt fahren wir mal ganz normal und heben uns den Superspeed noch auf, damit ich längere Zeit hier in dem Power-Ding drin bin. Ah, das wird jetzt echt knapp. Der füllt auch nicht gerade schnell auf, muss ich mal sagen. Hier könnte man auch Speed machen, so ist nicht. Oh. Oh. Und hier muss man eigentlich... Na, scheiße, jetzt fährt natürlich der hier vor mir. Ah! Oh! Oh, mal rausbeschleunigen. Oh, wow, 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 wow. Scheiße! Ah! Ich bin erstaunlich schnell da noch rausgekommen, weil ich gerade auf Speed war, glaube ich. Wow, ich glaube, ich heb mir den Speed für den Schluss auf hier. Für die Zielgerade vielleicht. Muss ich gucken. Aber es gibt verschiedene Stellen, wo man ihn nutzen könnte. Könnte natürlich auch langsamer über den Start hier rüberfahren. Es ist happig. Also wenn ich mir überlege, dass da noch vier Kurse kommen, die fies werden. Ich mach's jetzt hier. Ah. Ohoho. Oh Gott, zumindest ist hier alles frei jetzt. Oder eine Menge frei. Wenn ich es jetzt nicht verhaue bei dem hier, ah, dann habe ich es doch eigentlich. Ja, das klappt. Das klappt. Jetzt schön durchziehen. War doch Final Lap, oder? Ja. Puh. Uiuiui. Jetzt noch viermal überleben. Dann hätte ich's. Eieiei. So, wo war ich gut? In der dritten war ich am besten. Hm. Aber ansonsten nehmen die sich alle nicht viel. Alles 36er Zeiten. Ja. Ja. Okay. Deathwind 2. Ich habe übrigens so das Gefühl... 3 und go! Ich habe so das Gefühl, hier kommen Seitenwinde, weswegen man irgendwie schief liegt. Ein bisschen. Also hier fühlt es sich an, als würde man schief auf der Strecke liegen. Ich will hier keinen anditschen. Auf gar keinen Fall. Aber von hinten kommt auch schon gleich wieder einer. Ah. Oh. Oh. Ah, den Speedfile. Ah, oh Gott, was? Hilfe. Oh, den Speedfile genommen. Oh Gott. Oh. Oh. Ey, das hilft überhaupt nichts. Ich will diesen Speedfile nicht. Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Den will ich. Na, den kriege ich natürlich nicht. Ah. Da kam doch gleich noch einer. Nee. Energie geht noch. Hab mich auch irgendwie wieder an den ersten Platz zurückgekämpft, aber
Das ist eine knappe Geschichte. Egal, ich nehme diese Pfeile nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ah, ah, hier vielleicht mal aus Versehen wieder. Oh Gott! Ah. So, man erkennt ja die, die keine wirklichen Kontrahenten sind, immer an, am Design. Scheiße, zweite Runde lief schlechter als die erste. Und wo mache ich meinen Superspeed? Hier vielleicht? Ah, hier hätte ich sowieso Speed gehabt. Ey! Sag mal. Scheißdreck, ist das ekelhaft. Wollte gerade sagen, wo tanke ich denn auf, aber das war ja irgendwo mitten auf dem Kurs. Boah, ich bin nur Zweiter. Oh, oh, vom Gas gegangen. Nicht auf diesen Pfeil rauf. Ah, aber wenn man nicht rauf geht, dann ziehen sie auch alle an einem vorbei. Oh, 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 scheiße. Aua, hey! Jetzt ditchen einen schon die Überrundeten an. Oh Gott, das überlebe ich niemals hier. Oh, oh, oh. Nur Rank 3, was ja reichen würde. Mann! Da nimmt der immer diesen Pfeil nicht. Ach, warum mache ich denn nicht mal den? Das ist doch die Gelegenheit schlechthin. Ah, nein. Oh, hau ab da, hau ab. Ah, ah, ah. Mann. Oh, ist das fies. Ah. Ah. Ja, das war gar nicht so schlecht, aber dann komme ich da wieder nicht weiter. Oh, da muss man bremsen. Das hilft alles nicht. Oh Gott. Nein, 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 nein. Au, ah. Ah. Hilfe. Okay, gar nicht so schlecht ausgegangen am Ende, aber die Energie wird nicht mehr. Also man holt nicht mehr das rein, was man verliert. Scheiße. Das ist das große Problem. Was, ich bin jetzt schon nur Platz 3? Oh Gott, ich muss den halten. Ich werde es nicht mehr nach vorne schaffen. Oh shit. Ja, den hätte man nehmen müssen, aber da komme ich dann in diese blöde Kurve rein. Oh Mann, oh shit. Oh, komm schon. Mal wieder so einen machen. Oh, sehr gut, sehr gut. Da bin ich gut vorbeigekommen. Oh, jetzt bin ich so schnell, dass ich hier rausfliege. Oh shit. Komm schon. Oh nein, das war so klar. Diese blöden Gegner. Wann kommt denn die Ziel... Hier, Zieleinlauf, okay. Puh, zweiten Platz aber mit Mühe. Gute Herausforderung. Ja. Wo waren wir am wenigsten schlecht? In der vierten Runde. Uff. Heieiei. Ehrlich, die zweite Runde hat sich noch am besten angefühlt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Port Town 2. Die kommen einem ja irgendwie alle bekannt vor, beziehungsweise jetzt sind, ist es halt immer die zweite Version in leicht abgewandelter Form. Da hätte ich hochziehen müssen. So zum Beispiel. Vor allen Dingen in der ersten Runde denkst du immer noch, geht ja. Dann verlierst du mehr und mehr Energie. Wobei, in dem Fall, das ist diese blöde Strecke mit dem ja hier. Wo du da so rangezogen wirst. Ah, ah, ah. Das kann ja ein Spaß werden. Hatte der vorher auch schon diese Haarnadeldinger? Nee, das ist ein bisschen neu jetzt hier. Vom Design her. Oh, puh. Ach du Scheiße. Ah! Eieieiei. Ich glaube, ich mache das den Superspeed wieder zum Schluss. Oder gab es irgendwo anders eine sinnvolle Stelle? Alles kurvenbehaftet hier. Schon echt schwer, den ersten da zu bekommen. Hier diese... Dieser Wechsel von links auf rechts bei diesen bei diesen Magnetteilen finde ich schon immer echt fies. Blue Falcon, der war ich doch mal. Warum nervt der mich denn jetzt? Ich nerv mich selber. Ah, das war scheiße. Ja, den Speed zu machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich glaube, den schaffe ich. Na, jetzt sieht es ja gerade mal ganz gut aus. Energie hält sich noch in Grenzen. Also ist noch positiv, sag ich mal. Und wenn man hier mit genug Abstand reingeht, dann rührt man da den Rand auch nicht.
Oh, oh, shit. Ja, und Rank ist sowieso super. Ah, obwohl, hier kommen sie immer an der Stelle. Eieieiei. Ah, da, die Kurven kriege ich offensichtlich nicht so gut. Nein, wieder. Ja, da, den Fehler mache ich auch jedes Mal. Aua! Oh Gott. Das ist ja wieder wie beim Flippern hier. Einmal über den Gegner rüber und hopp. Da vorne fährt eine Bombe. Die müssen wir nicht berühren. Aber sag das mal so leicht. Ja, scheiße, war klar. Egal, ein Kontrahent weniger. Soll mir recht sein. Ah, da klickt mir einer am Arsch. Das muss nicht sein. Hey. Das kann ich nicht gebrauchen. Oh Gott. Nein. Mann, haut ab! Ich mach grad Super Speed hier. Oh nein, ich brauche Energie. Oh shit, das war gar nichts. Okay, aber mit der kann ich haushalten, denke ich mal. Das kann ich überleben. Wenn jetzt nicht allzu viel Scheiße passiert. Oh, diese ganzen Überrundeten hier, ne? Die sind ein echtes Problem. Ah, hey. Vorsicht, mein Freund, Vorsicht. Oh. Oh. Und ich meine nicht mich selbst, sondern den Gegner. Nein, da ist schon wieder der Check hinter mir, ich merk's. So, oh Gott, nein, hier ist kein Platz. Oh, oh. Und Tempo! Jawohl! Also gefühlt dauert hier auch jeder Kurs so seine Zeit. Aber das ist Einbildung. Ich glaube, ich habe ja schon den dritten. Die zweite war die beste. Ja, okay. Ja, jetzt fährt man nur noch 40er Zeiten ein. Red Canyon 2. Was waren da? Da waren die vielen Haarnadelkurven, ne? Der Kurs war mir eigentlich ganz sympathisch. Jetzt nicht mehr. Puh. Okay, ich bleib hier mit Mühe Dritter, ne? Ach, jetzt kommen wir die Bömpchen hier. Na, schönen Dank. War gar nicht so schwer. Oh, ey, ich konnte nicht in die Kurve gehen, weil der mich da weggerammt hat. So ein Scheiß. Rammt euch mal gegenseitig weg, Freunde. Kann euch nicht gebrauchen. Au. Brauche ich schon Energie? Eigentlich schon, ja. Man kriegt ja immer nur so ein bisschen. Insofern muss man leider alles nehmen, was man kriegen kann. Und hier Tempo. Oh, das war zu viel Tempo. Oh scheiße. Ah, ich glaube, diese Kurven kriege ich hin. Ah. Das hier ist auf jeden Fall neu. Aber wenn man nicht gerade den Gegner am Arsch hat, dann ist das völlig unproblematisch hier. Also mit dem Bömmchen ist sowieso neu. Aber auch die Streckenführung hier ist neu. Ach, das ist eigentlich ganz schön. Ich glaube, das kann ich halten. Bin optimistisch. Nicht allzu viel Energie verloren. Auch nicht allzu viel Energie wiederbekommen, zugegeben. Aber das liegt ja hier in der Natur der Sache. Das war schlecht. Okay, das sehe ich ein. Das war schlecht. Mann, hau ab hier. Der stellt sich schon quer. Was ist denn da los? Oh, das Bömmchen. Hier sind schon genug Bomben. Brauche ich dich nicht auch noch. Danke. Oh, da war irgendwie, jetzt sehe ich es erst im Augenwinkel. Links war da was, ne? Irgendein Trick, wo man vielleicht hätte hinfliegen können. Oh, so, bin ein bisschen vom Gas gegangen. Man hat es gehört. Energie sieht immer noch gut aus. Rank sieht auch wieder gut aus. Also der Platz, den ich so halte. Ja, ja. Wo ist dieser Trick? Das war hier. Ach, da ist ein Sprungpad.
Das werde ich mal beim nächsten Mal versuchen zu nutzen, damit ich es wenigstens noch einmal gezeigt habe. Was ich blöd finde, ist, man kriegt hier mal nicht angezeigt, in welcher Runde man ist, oder? Sieht man es irgendwo? Ich glaube nicht. Oh, wow. Boah, Energie fast voll. Kann man eigentlich mal drüber heizen hier. Den Speed voll ausnutzen. Okay, also kurz vor den Bäumchen geradeaus fahren. Und das Sprungpad nutzen und Schnauze hochziehen. Und dann klappt das. Also hier lernt man es ja schon. Da kommt man nur leider immer nicht so recht rüber. Ja, tschüss. Dreht sich wieder zur Seite. Ist es hier? Ja, es ist hier. Jetzt Achtung. Okay. Das war nicht so gut. Ich habe maximal hochgezogen. Ehrlich, das will ich wissen. Ein paar Leben habe ich noch. Ich hoffe, das wird mir nicht zum Verhängnis, aber das will ich einmal schaffen. Muss man da mit Fullspeed... Ach, vielleicht muss man mit dem Superspeed da ankommen. Das sollte ich natürlich beim nächsten Mal probieren. Dann hebe ich mir den für genau die Stelle... auf! Weil ansonsten schaffe ich die Strecke ja recht gut. Also ich glaube, das ist das einzige Risiko, was ich hier eingehe. Das einzige wirkliche Risiko. Also jetzt habe ich den Superspeed noch nicht, deshalb mache ich es nicht. Oh. Aber ab Runde 2 probieren wir das mal. Puh. So, kaum Energie verloren, sehr gut. Da muss ich mir auch keine Gedanken machen, an welcher Stelle ich den Superspeed einsetze, denn ich kenne ja die Stelle. Da muss man nur wissen, wann die Stelle kommt und es ein bisschen antizipieren. Mal gucken. Warum war da hinten dieser Check jetzt? Das macht mich nervös. Wow. Ich glaube, es wäre jetzt an der Stelle. Oh! Yeah! So geht das. Haha, sehr schön. Sehr nice. Warum hatte ich schon wieder einen Check hinter mir? Schneller kann man doch kaum sein. Oh Mann. Ja, ich sag's auch in dieser Folge gerne nochmal. Gummiband-KI, nicht wahr? Muss nicht sein. Boah, ich habe ja volle Energie. Was ist denn hier los? Krass. Also du kannst die ganze Zeit gut fahren und dann machst du einen Fehler und dann überholen sie dich. Das hat noch nie, behaupte ich mal, einem Rennspiel-Gamer Spaß gemacht. Und mir schon am allerwenigsten. Also damals vielleicht sogar noch eher... So, Tempo. Noch eher verständlich, weil sie zu allen möglichen Maßnahmen greifen mussten. Boah... Weil Spiele halt noch nicht so ausgereift waren und man irgendwie gucken musste, wie man den Spieler am besten ärgert, damit er nicht allzu schnell durch die wenigen Levels durchkommt. Oder allzu einfach. Ha, ich brauche überhaupt keine Energie. Denn Spiele waren ja damals eher kurz. Ich sag's ja immer wieder gerne oder ungern eigentlich. Spiele waren kurz und schwer. Ich glaube, das weiß auch jeder. Insofern, ja. Hat man zu anderen Tricks gegriffen, die... Ich sag mal so, heute vielleicht nicht mehr so populär wären. Damals gang und gäbe. Und Tempo! Hochziehen! Ja, und nochmal boing. Lustig, wie man immer wie über so ein Trampolin hier rüber hopst. So. Ja, und wenn man nur an einer Stelle mal ein bisschen vom Gas geht, kann man sich auch darauf verlassen, dass gleich dieser Check von hinten kommt. Ich meine, ein bisschen hat es auch was Positives. Klar, dadurch wird die Spannung aufrechterhalten und du darfst dir nach wie vor keine Fehler erlauben. Aber es wäre auch schön zu wissen, wenn man gut gefahren ist, dass man sich dann auch mal eine halbe Runde lang ausruhen kann oder so, ne? Das hat man eigentlich verdient. Also, das Leben muss ja auch fair sein, auch das Leben als Gamer. So, Tempo. Ich hoffe, ich habe nicht zu früh gedrückt. Oh, yes! Wow, knapp an dem vorbei. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ah. So. Wäre besonders ärgerlich, wenn man am Ende noch in Konflikt mit einem zu überholenden kommt und dann eben der Rivale von hinten einen so 300 Meter vorm Ziel noch holt. Tja, das braucht man nicht. So, die letzte war die beste. Cool, alles rausgeholt. 41,50. Davor hatte ich mal eine 41,86 in der zweiten. Na ja, gut. Kann man machen. Firefield. Ich glaube, jetzt wird es dezent tödlich. Ich habe 3 Leben, ich sag's mal gleich.
Der Boden ist Lava. Boah, Hilfe. Ich habe keine Chance. Ich habe... Oh, weia. Ah, okay. Wäre cool, wenn die... wenn die Gegner das für einen wegmachen würden. Wenn die auch mal so blöd sind und da reinfahren. Aber ich fürchte ja, das ist... Boah, Hilfe. Oh Gott, hier kannst du richtig übel vom Gas gehen. Oh, was? Wie soll ich denn hier was halten? Das sind die übelsten Nadelkurven, die ich mir vorstellen kann. Also das ist gleichzeitig vom Gas gehen und sich in die Kurve reinlegen und damit gerade noch so mit Mühe Dritter sein. Boah. Und hinter mir nervt schon Nummer 4. Was ist das denn? Nimmt das auch noch Energie weg hier? Nee, ach, das gibt Energie. Nee, auch nicht. Das rutscht. Ey, Nummer 4 nervt nicht. Oh Gott. Das zieht denn auch noch in die Mitte rein. Hilfe. Ein kranker Kurs. Okay, ich folge einfach denen. Das andere wäre, glaube ich, der längere Weg gewesen. Ja, Tempo. Oh, nein. Wo ist denn hier eigentlich... Habe ich das Energieaufladen verpasst? Voll in die Eisen gegangen. Hat nichts geholfen. Ich glaube, hier muss man durch. Alles andere bringt nichts. Au, ja, danke. Einmal von hinten Schwung gegeben. Wow, ich bin aktuell noch auf dem zweiten. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist übel. Das sind perverse Kurven hier. Da bin ich zum richtigen Zeitpunkt vom Gas gegangen. Muss ich mich mal kurz selber loben. So, ist das hier? Kriege ich hier was? Keine Ahnung, was das war. Ich will jetzt mal wissen, was hier kommt. Ach, hier kommt das Ding. Okay. Was ich bisher nicht gebraucht habe. Oh, ich zieh mal durch hier. Ist noch kein einziger weg. Ich glaube. Ah, doch, da. Ich bin aber gegen keinen gegen, ne? Die fahrende Bombe. Weg. Ich kann jemand anders anbumsen. Oh Gott. Jemine. Nein, lass mich in Ruhe. Brauche ich nicht. Puh. Vor allen Dingen, ich bin Zweiter. Wo ist denn die Eins hin? Kann mir das mal einer sagen? schon krass. Ich fahre auch nicht unbedingt Ideallinie in Kurven, ich weiß. Aber erstaunlich, wie ich von der Energie her durchgehalten habe. Insofern kann ich mir beim... Bei der... Was ist das jetzt? Dritten Runde hier? Vielleicht die... Die längeren Weg sparen. So. Ach, und mal Tempo machen. So. Wo ist denn die Nummer 1? Da vorne. It's lonely at the top, ne? Deswegen werde ich mal versuchen, dich jetzt zu holen. Aber klappen wird's nicht unbedingt. Gott. Es wird eher in die andere Richtung gehen. Danke. Bin ich auf die Bremse gegangen, blöderweise. Oh je. Ey, Nummer 1 im Blick haben ist schon auch ehrlich das höchste der Gefühle auf dem Kurs. Damit bin ich zufrieden. Was willst du mehr? Überleben ist ja schon Luxus hier. Okay. Und hopp. Moment. Ich habe mein S noch nicht eingesetzt. So. Selbst mit Superspeed, ne? Man kommt kaum an ihm vorbei. Wow. Scheiße. Krass. Ich habe mich gerade an den ersten Platz geschummelt. Wie lange ich das überhaupt noch halten kann, ist die Frage. Ein bisschen Energie eingesetzt, okay. Weg. Der schnüffelt an meinem Arsch. Muss ich nicht haben, sowas. Vielleicht schaffe ich's. Das wäre ja zu cool, ne?
Ja. Oh. Pass auf, jetzt hier um die Kurve und das S einsetzen und dann kriegt der mich nicht mehr. Ha! Geil. Puh. Ich weiß, ich bin Beginner-Schwierigkeitsgrad gefahren, ja. Aber trotzdem, schönes Gefühl, zum ersten Mal im Leben F-Zero durch. Und eigentlich gar nicht so schlecht abgeschnitten. Ein paar Mal einen zweiten Platz gemacht insgesamt. Ich glaube, schlechter als zweiter Platz war ich nie. Aber ich bin ja so ein Spieler, der nicht die Mega-Herausforderung sucht. Also dann jetzt eine Schwierigkeit hochstellen und nur noch siebter Platz zu werden, habe ich gar nicht so einen Bock drauf. Also ich fand die Herausforderung in Ordnung. Ich fühle mich sehr wohl. Hab ein kleines 3-Folgen-Let's Play draus gemacht. Und im Übrigen ganz nebenbei die Playlist Retro Racing erfunden, beziehungsweise erstellt. Da könnt ihr dann doch gerne nochmal reinklicken. Das ist in der Videobeschreibung wie immer drin. Und auch nochmal in der Endcard. Und da habt ihr dann auch Hang-On mit drin. Und vielleicht gibt es irgendwann doch nochmal ein anderes kleines Rennspiel von damals, was ich damit einfassen könnte. Ja, dann passt das so ganz gut. Ansonsten wäre es das gewesen mit F-Zero, behaupte ich. So, das war der fünfte Kurs. Wenn jetzt nicht noch ein neuer Cup dazukommt, nein. Knight, Queen und King, genau, das haben wir dann jetzt. Mit Exit käme ich zurück ins Hauptmenü und das wäre die Karriere gewesen. Beziehungsweise, wie es hier heißt, Grand Prix. Da bedanke ich mich fürs Zusehen, bin froh, dass ich das erste Mal in meinem Leben das originale F-Zero auf dem Super NES in 16-Bit mal von vorne bis hinten gespielt habe mit 15 Kursen, wie man jetzt hier sieht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einem anderen Spiel, vielleicht auch bei einem Rennspiel, denn die möchte ich jetzt doch mehr und mehr auf dem Kanal mal etablieren. Es werden natürlich nicht viele sein, aber ja, eigentlich spiele ich gerne Rennspiele, nur auch nicht jedes, was es so auf dem Markt gibt, aber das ein oder andere doch mal ganz gerne. Lasst euch mal überraschen, was da kommt und dann sehen wir uns. Und jetzt gehe ich nochmal, drücke ich nochmal und genau, bin wieder im Startbildschirm. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.